In diesem Video möchte ich heute zeigen, wie man einen Augspleiß mit Mantel in ein Double Braid Seil macht. Ist für Seile mit Dyneema-Kern oder Polyester-Kern geeignet. Das Wichtige ist dabei, dass es kein unidirektionaler Kern, sondern ein geflochtener Kern sein muss. So, dann fangen wir gleich mal an. In dem Fall haben wir hier eine Sirius 500, die meiner Ansicht nach einer der besten Cruising-Leinen ist. Wir machen nach ungefähr 1,5–2 Meter einen Knoten in das Seil, damit, wenn ich den Mantel zurückschiebe, sich das nicht irgendwo nach hinten schiebt und ich den losen Mantel nicht mehr zurückbekomme. So, ich werde jetzt einmal hier den Mantel abkleben, ungefähr 1 Zentimeter vor dem Ende, damit sich das, wenn ich das jetzt abschneide, nicht einfach in einem riesen Fransenhaufen auflöst. Werde auch den Kern herausziehen, ein kleines Stück, und auch diesen mit einem Stück Klebeband abkleben. So, in dem Fall ist es eine 10 mm Leine. Um nachher den Spleiß zusammenzubringen, muss ich den Mantel einmal grundsätzlich 10 cm in dem Fall zurückschieben, für den Rückspleiß dann genug Platz zu haben. So, 10 cm. Den Mantel fest ausstreifen auf dem Kern nach hinten. Wir haben die 10 cm zurückgeschoben, die Leine gut nach hinten ausgestriffen. Jetzt geht es darum, festzulegen, wie viel Zentimeter ich für den Einschub brauche, damit diese Leine auch wirklich gut funktioniert. Wir wissen, das ist eine 10er-Leine, das heißt, die 10er-Leine Sirius 500 hat einen 8 mm Kern. Das heißt, 8 mm mal 60 sind 480. Das heißt, das sind genau 48 cm, wo ich mir meine erste Markierung mache. Zweite Markierung ist abhängig von der Auggröße, die ich will. Ich sage jetzt, für normale Schäkel oder Schoten reichen mir zwischen 2 und 3 cm Augen. Wenn ich einen Schäkel einlaschen will, sollte ich bei 10 cm zumindest ein 8 cm Auge haben. Wir werden jetzt so ein 8 cm Auge machen, lassen das Seil 1–2 mm vorne überschauen und ein kleines wenig bei 8 mm überschauen. So, machen wir unsere zweite Markierung. Haben dann die zwei Punkte, wo das Seil aus dem Kern herauskommen muss. Um mir das Ganze zu vereinfachen, werde ich das Seil nicht an beiden Punkten herausholen, sondern gleich nur an dem hinteren Punkt. Wichtig ist, an dem Punkt, wo das Seil herausgekommen ist, muss ich mir unbedingt eine Markierung machen. So, ziehe das Seil, den Kern völlig aus dem Mantel, nehme die passende Spleißnadel, in dem Fall die 7,5er, geht sich genau aus und fädle zu unserer vorderen Markierung wieder ein. So, jetzt habe ich Markierung Nummer 1 im Mantel. Jetzt werde ich die bis zur Mitte des geöffneten Mantels hinziehen und werde mir auch vorne
eine Markierung am Kern machen. Jetzt muss ich den vorderen Teil, wie bei einem gesteckten Augspleiß, einfach hinten in die Leine einziehen. So. Das heißt, wenn ich diesen Spleiß hier machen möchte, ist einmal die Grundvoraussetzung, dass ich einen gesteckten Augspleiß vernünftig zusammenbringe, ohne dass ich hierbei Probleme habe. Also das heißt, es ist einfacher, das zuerst mit einem offenen Dynamo zu probieren, bevor ich mit einer Double Braid Leine herumtue. So, in dem Fall muss ich bei ungefähr 16 cm für die Verjüngung einrechnen, wobei ich hier nicht jetzt so die Einzelstränge herausziehen muss, was auch bei der Cirrus 500 gar nicht so einfach wäre, dadurch, dass die Leine kein 12-fach Geflecht ist. Es geht nur darum, dass ein schöner Verlauf entsteht und ich keine Ecken und Kanten in meinem Spleiß habe, wodurch die Leine eben früher oder leichter abreißen würde. So, und dann vorne reißen wir auch noch den Dixo herunter und ziehen das jetzt schön ein und streifen die Leine glatt aus. Danach schauen wir, dass die Markierungen schön übereinander liegen. Ich habe jetzt hier meine zwei Markierungen und muss die Leine in den Mantel einziehen. Hierbei kommt jetzt aber ein Punkt, wo ich mir das Leben ein wenig leichter machen will. Man ist es früher gewohnt gewesen, diesen Teil hier noch mit hineinzuziehen, was meistens dazu geführt hat, dass man dann irrsinnige Kanten oder Ecken gehabt hat. Ich gehe jetzt her und lege mir jetzt meine lange und dicke Spleißnadel schon im zwischen Kern und Mantel hinein. So, schau natürlich, dass ich keine Fäden erwische. Kontrolliere kurz, ob ich eh keinen Faden erwischt habe. So, und schiebe jetzt meinen Mantel nach vorne. So. Um das Auge schön hinzubringen, habe ich mir in dem Fall einen Karabiner montiert, an dem ich anziehen kann, um den Mantel schön zu verstauen. Schiebe mir hier den Mantel noch nach vorne. So. Richte mir den Mantel, damit das wirklich schön perfekt liegt. Habe hier jetzt meine Länge, die ich einziehen muss, damit ich nicht hier dann nachher eine zu starke Kante kriege, werde ich auch hier den Mantel verjüngen. In dem Fall auf zwei Teile, wo ich jeweils 6 Stränge in etwa herausziehe. So, ein zweites Mal, beim zweiten Mal verjüngen nehme ich ungefähr 4 Fäden.
Man muss auch nicht so viel verjüngen. Die Gefahr ist, umso mehr ich verjünge, umso schöner wird die Leine zwar. Aber das Problem besteht, dass ich beim Einfädeln das Pech haben kann, dass sich die Leine vorher auch auflöst. Das heißt, umso geübter ich bin, umso mehr kann ich verjüngen. Wenn ich wenig Erfahrung oder wenig Übung habe, sollte ich das nicht zu stark machen. Zum Beispiel auch wenn ich hier jetzt loslassen würde, würde sich die Leine bis zum Ende auflösen und ich würde nur mit einzelnen Fäden dastehen, die sich nicht mehr einziehen lassen. So, jetzt habe ich das vorbereitet, ziehe das einmal ein Stück ein, lege mir dann die Schlaufe genau hin, dass ich nachher keine Vertwistungen habe. So, jetzt kann ich auch die von der zweiten Verjüngungsstufe die Reste abschneiden und hänge mich wieder in meinem Karabiner ein und ziehe nun die Leine schön ein. So. Wie man sieht, ist der Spleisch jetzt zwar halbwegs fertig, aber noch nicht so, wie er gehört. Das heißt, ich muss von meinem Knoten weg noch wirklich jegliche überstehende und freie Mantelreserve nach vorne schieben, das Auge stark ausstreifen. So, habe hier dann den überstehenden restlichen Mantel. Nehme eine dicke Spleißnadel oder einen Hammerstiel oder das Ende vom Zangerl, weil dabei geht es jetzt darum, dass ich mit relativ viel Kraft hier anziehen werde. So. So. Knickt das einmal hier so. Die Innenkurve bedeutet, dass dieses Seil hier sich leichter rausziehen lässt. Schneide das ab, biegs gerade, das restliche Seil zieht sich hinein und habe an und für sich meinen Spleiß. Bei diesem Spleiß ist es so, dass es schon schwieriger ist, dass den jemand aufmacht. Es könnte aber auch hier wieder passieren, wenn jemand an der falschen Seite anzieht, dass sich der Spleiß auflöst. Ich habe hier mehrere Methoden. Ich könnte es der Länge nach mit ein paar Stichen vernähen. Das würde nur das Aufschieben verhindern. Wenn ich das Maritimer haben will, dann müsste ich in dem Fall natürlich einen Tagling machen und nicht eine kurze Längsnaht, die jetzt sage ich, für Regattasegler wahrscheinlich völlig ausreichend ist, aber halt, da fehlt das Maritime ein bisschen. Beim Tackling machen ist, wenn man das nicht tagtäglich macht, sollte man das nicht um seine Hand herumlegen und dann anziehen wie ein Wildgewordener. Das endet meistens nur in ganz fiesen Schnittwunden an den Handkanten und wenn man das nicht gewohnt ist, tut es fürchterlich weh. Das heißt, wenn ich den Tackling anziehen will, fahre ich von mir aus 2-3 Mal um die Tacklingnadel herum und ziehe dann an, aber nicht um die Finger herumlegen. Jeder kennt es, wenn ich da einen starken Riss drinnen habe und dann vielleicht noch am Salzwasser bin, dann tut das richtig, richtig weh.
jetzt möchte ich noch einen kleinen Trick zeigen. Der Tackling ist jetzt zwar irrsinnig fest gemacht, funktioniert wunderbar, ist aber optisch nicht so schön gelungen, dass er meinen Standards entspricht. Ich habe aber noch die Möglichkeit, ihn zu retten. Und zwar kommt da der Hammer zum Einsatz. Und ja, warum soll ich jetzt den Tackling hammern? Aus einem Grund, wenn ich da die doch runden Tackling-Stränge damit flach drücke, kann ich diese leichten Spalten kaschieren und habe am Schluss dann doch einen Tackling, der so ist, dass er meinen Wünschen entspricht.